Die Löwenburg ist wirklich ein Symbol. Die Landgrafen von Hessen waren unglaublich reich und es war eine sehr alte Familie. Und Ende des 18. Jahrhunderts errichtet man deshalb nicht nur Schloss Wilhelmshöhe, ein mondänes, großes Schloss, mit dem man seinen Reichtum zeigte, sondern auch die Löwenburg. Also ich glaube, die ganze Löwenburg ist ein einziges Ereignis. Hier gibt es natürlich alles, was zu einer Burg gehört. Ein Bergfried, von dem man eine wunderbare Aussicht hat auf den gesamten Bergpark. Den Palast, das Wohngebäude mit dem Herren- und dem Damenbau. Es gibt natürlich eine Kapelle und eine Rüstkammer. Was ich persönlich ganz besonders schön finde, der Landgraf liebte damals die sehr moderne Literatur und er hat eine umfangreiche Bibliothek angelegt im Schloss Wilhelmshöhe. Diese Bibliothek wollte er auch hier haben. Deshalb hat er sich nochmal extra Attrappen von dieser Bibliothek anlegen lassen. Schon damals ist man sehr ökonomisch vorgegangen und hat dann wirklich mit Buchattrappen gearbeitet. Man fragt sich immer, wie ging der Landgraf mit seiner Burg um? Er hat hier nicht ständig gewohnt, sondern er hat sie nur ausgewählten Gästen gezeigt. So zum Beispiel Marlene Dietrich, die 1922 So sind die Männer einen Stummfilm drehte, damals allerdings noch in einer sehr, sehr kleinen Nebenrolle.